Dann nehmen wir das Ganze auf unserem Induktionsherd. Ja, Induktionsherd. Schalten wir den Induktionsherd an. Dann machen wir bei dem hier den Boost am Anfang. Boost. Der fährt automatisch hier hoch. Gucken wir mal schön rein. Da hört man beim Induktionsherd am Anfang auch so ein bisschen brummeln. Also nur wenn er den Boost hat, wenn er den, beim Boost ist es so, da fährt er der volle Stromkreis über das Ding rein. Und man sieht jetzt auch schon, wie es gleich kocht. Also so ein Induktionsherd ist schon was Cooles. Da kocht schon innerhalb von ganz kurzer Zeit. Machen wir schön das Deckel auf und lassen das da im Sud kochen. Also Induktion. Nach ein paar Sekunden läuft er hoch. Jetzt verschwindet auch diese Induktion ein bisschen. Da kocht schon schön. Zwischen der Gottes. Induktion. Läuft noch voll. Und den Induktionsherd, den schalten wir jetzt, also hier die Zeit, schalten wir von mir aus auf 7 zuerst mal. Dann schalten wir die Uhr, die Zeit. Sagen wir, okay, wir wollen das mal für 15 Minuten laufen lassen. 15 Minuten soll es laufen. Bestätige die Zeit. Und jetzt läuft das 15 Minuten so. Das nach einer bestimmten Zeit auf 6 von mir aus runterdrehen, sodass es normal kocht. Dann machen wir noch Nudeln dazu, weil nur Spargel geht alleine nicht. Und Chefin sagt, das braucht man so. Machen wir da einfach auf 9. Ein bisschen Salz mit rein, der kocht schneller. Dann machen wir hier unser Wasser. Der dahinter piepst, dass er fertig ist. Den kann man von mir aus auf 1 weiter kochen lassen. Der da mit 1. Und den da, da schalten wir auch auf 2. Der ist auch fertig. So. Kocht der mit 1 weiter. Das ist soweit fertig. Da muss weiter nicht mehr geschehen. So richtig schöne Soße. Und das Mehl bindet da jetzt ab. Das ist die schöne, leckere Kräutersoße. Spargelsoße. Dann habe ich jetzt hier den Boost wieder. Das kocht jetzt. Schalten wir es runter auf eine normale Temperatur. Und dann machen wir die Nudeln rein. Da jetzt auch weniger Wasser drin. Und jetzt schalten wir es auf 15 Minuten. Das heißt, wir schalten die Uhr ein auf 1, 5, dann ist das nachher fertig.